endlich auf eigenen Beinen stehen, endlich volljährig, endlich 18. Der 18. Geburtstag bringt Jugendlichen aber nicht nur zusätzliche Rechte, sondern auch Pflichten. Wie es in puncto Versicherung aussieht, darüber sprechen wir heute mit Walter Schieferer von der Tiroler Versicherung. Willkommen. Grüß Gott. Viele kennen sich vielleicht mit 18 im Versicherungsdschungel sozusagen gar nicht richtig aus. Vielleicht können Sie die Unterschiede erklären. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen der Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung und Unfallversicherung? Wann greift denn welche? Also die Privathaftpflichtversicherung, von der gehe ich jetzt aus, mal, gilt auch für andere Haftpflichtversicherungen natürlich. Die deckt Schäden, die entstanden sind, für die ich verantwortlich bin. Also berechtigte Ansprüche von geschädigten Dritten werden befriedigt und unberechtigte Ansprüche werden abgewehrt. Das heißt, das ist eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite Ersatzleistung, auf der anderen Seite Übernahme der Abwehrkosten. Das wäre die Haftpflichtversicherung. Die Unfallversicherung, die deckt Schäden, also wenn ich Unfälle erleide und dadurch invalide bin oder Bergekosten benötige, wie eine Hubschrauberbergung zum Beispiel, wird das im Rahmen einer Unfallversicherung abgedeckt. Und die Rechtsschutzversicherung ist eine Versicherung, die mir einen Kostenersatz bietet bzw. Kostenübernahme bietet, wenn ich selber eine Forderung gegen einen Schadenverursacher geltend mache. Herr Schieferer, welche Versicherungen enden denn automatisch mit 18? Da eine generelle Aussage dazu zu machen, ist schlichtweg unmöglich. Es gibt so viele unterschiedliche Tarife auf dem Markt, dass es einfach wichtig ist, sich jede einzelne Polize, wo die Eltern ihre Kinder eingeschlossen haben, anzusehen. Betroffen werden natürlich sein einmal prima die Haushaltsversicherung, wo unter Umständen der Versicherungsschutz endet, auch die Unfallversicherung und die Krankenversicherung. Das sind diese drei Bereiche, wo üblicherweise Einschränkungen gegeben sind oder Versicherungsschutz wegfällt, wenn der 18. Geburtstag erreicht ist. Welche Versicherungen würden Sie denn sagen, sind gerade für junge Erwachsene unbedingt notwendig? Also ein unabdingbares Muss ist auf jeden Fall eine Privathaftpflichtversicherung. Wenn ein junger Erwachsener sich klar darüber ist, dass er eigenverantwortlich ist, das heißt für alle seine Handlungen und Unterlassungen selber verantwortlich ist und einen Schaden verursacht, dann kann man relativ schnell sehen, dass da existenzbedrohende Schäden passieren können. Von welchen Schäden reden wir denn da, wenn es unter Umständen zu einem solchen großen Schaden für einen 18-Jährigen kommt? Also oft ist wirklich eine Banalität der Ausgangssituation für immense Schadenersatzforderungen. Ich darf das vielleicht anhand eines Beispiels ein bisschen näher erläutern. Ein junger Erwachsener auf der Skipiste, voll Gaudi, dass er nunmehr volljährig ist, fährt mit dem Snowboard, macht einen Vorfehler und verletzt damit einen Menschen. Die Verletzung ist nicht sehr gravierend, es ist ein gebrochener Daumen mit einem Sehnenriss. Nur, was sich später herausstellt, der Verletzte ist ein Gefäßchirurg. Der Daumen ist nur mehr eingeschränkt bis nicht mehr brauchbar für Operationen, die sehr, sehr feinfühlige Fingerspitzengefühle brauchen. Der Arzt hat zwei sorgepflichtige Kinder, hat dadurch ein vermindertes Einkommen und Schadenersatzforderungen so jenseits der 250.000 Euro sind durchaus denkbar in so einem solchen Fall. Man sieht also kleine Ursache, große Wirkung, Schadenersatzforderungen in immensen Höhen, die unter Umständen eine 30-jährige Exekution für den jungen Erwachsenen zur Folge haben können. Jetzt abgesehen von diesen unbedingt notwendigen Versicherungen, was gibt es denn noch für zusätzliche Möglichkeiten für junge Erwachsene, die vielleicht sehr hilfreich sind? Auf jeden Fall sinnvoll ist eine Unfallversicherung, denn bei Berufs- und Freizeitunfällen gibt es ja nur ganz, ganz eingeschränkte Leistungen des Sozialversicherungsträgers. Das ist also wichtig, dass man schaut, dass man entsprechenden Versicherungsschutz auch aufbaut. Natürlich wichtig, und ich habe das schon angesprochen, das Allerwichtigste und Zentrale für mich ist eine Privathaftpflichtversicherung. Und der Rest ist dann bis hin zu einer Altersvorsorge, abhängig vom Einkommen und von der persönlichen Situation des jungen Erwachsenen. Alles natürlich sehr wichtige Versicherungen für 18-Jährige, aber auf jeden Fall der Rat auch der Experten, früh genug informieren, wie es denn mit dem Versicherungsschutz aussieht. Auf jeden Fall. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Dankeschön. Gerne.